Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Valhalla. Wir sind hier schon so richtig warte mal, ich gehe nochmal raus. Wir sind hier schon so richtig ausgerüstet hier in unserer. Alter, was ist das Ding? Oh nee, jetzt sind wir Zombies. Wirklich ein Bruchbude hier? Ah nee, jetzt hat er mich noch gesehen. Oh oh, das ist ein Zombie-Dorfbewohner? Lol. Wieso denn ein Zombie-Dorfbewohner? Okay, wir können jetzt den Rest wieder in die Kiste packen. Ich weiß nicht, hier war glaube ich niemand hier, oder? Ich weiß es halt nicht. Es könnte sein, es kann ja auch nicht sein. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass wir, ja, jetzt, oh geil, verrottetes Fleisch. Wir sollten mal noch hier ein bisschen Essen braten. Sonst können wir, glaube ich, gerade nichts braten, oder? Nee. Ja, wieder mal raus, auf jeden Fall, müssen wir hier mal auch noch unser Haus hier irgendwie so ein bisschen fertigstellen. Das Silber könnten wir danach auch noch ein bisschen braten. Wenn das hier irgendwie. Ach so, sie ist schon fertig. Lol, es war einfach irgendwie ein Bug. Keine Ahnung. Warte, wir warten jetzt ja noch kurz mit Essen. Ja, leider ist immer noch Nacht. Und noch nicht Tag. Das ist ein bisschen unpraktisch, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, es geht nicht mehr so lange, oder? Es wird ja langsam wieder hell. Der Mond. Ja, geht, glaube ich, auch langsam runter. Ich weiß es nicht. Ne, auf jeden Fall können wir aber trotzdem hier ein bisschen Holz fällen, oder? Das sollte uns ja nicht davon abhalten. Ich weiß nicht, wie schlau das ist jetzt war, mich hier hinzusetzen und aufzunehmen, weil eigentlich müsste ich kacken. Ich glaube, es kann ich so sagen, aber alter Scheiße. Naja, egal, es wird schon passen, Alter, sonst muss ich halt dann kurz weg. Ach man, ich bin perfekt vorbereitet wieder. Typisch, oder? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, also im Moment ist die Lage noch relativ ruhig. Ich habe bei anderen jetzt schon ein bisschen vorbeigeschaut, pipapo. Ja, nichts Großartiges. Und ja, wir werden auf jeden Fall. Ach, jetzt, wieso? Mann, ist unnötig. Naja, auf jeden Fall, werden wir. Oh, das Zuckerrohr ist gewachsen. Immerhin einen Block. Oh, wer schreibt mir denn jetzt, Brudi? Ich, wahrscheinlich haben sie gerade auf dem Server geschrieben. Ach so, Always Crafter. Grüße gehen raus an dich. Ich habe halt gerade gesagt, yo, macht alle unter. Beziehungsweise nicht unter eure Videos, sondern bei euren Videos den Hashtag Minecraft Valhalla rein. Und ja. Okay. Ja, wie gesagt, er hat gerade Hashtags herausgefunden. Ich habe ihm das halt gerade so kurz und knapp erklärt. Und jetzt so, boah, das ist ja mega praktisch, wenn wir alle die Hashtags haben. Dann können wir das ja viel einfacher finden und so. Und ja, das war eigentlich von Anfang an mein Ziel. Von daher, warte mal. Hört man das? Ich hoffe, es war jetzt nicht zu schlimm für euch in den Ohren. Always Crafter. Das soll jetzt übrigens nicht irgendwie fertig machen wirken, sondern einfach Gratulation. Mehr als Joke. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin noch ein Einzelgänger. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht vor, mich diesen Nationen anzuschließen. Also da müsste schon irgendwas passieren. Ja, nicht, weil ich die Leute nicht korrekt finde, das auf keinen Fall, weil ich finde eigentlich alle voll chillig. Aber sonst hätte ich sie nicht eingeladen, lol. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich schon einen potenziellen Partner gefunden, sage ich mal. Aber wir haben noch keinen Plan, ob das jetzt wirklich wird. Ich sage jetzt auch mal noch nichts mehr, weil, ja, wie gesagt, wir wissen beide noch gar nicht, wo es hin soll und so. Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich sowieso erst die Folge von Samstag, wo das Ganze dann eigentlich so mehr oder weniger klar ist. Aber ich sage mal mehr noch nichts. Ich weiß nicht, ob es Samstag wird, aber das wäre eigentlich so das nächste Datum. Also, können erstens mal die blöden Fichtenbäume wachsen. Zweitens mal, kann dieser scheiß Regen aufhören, Alter? Es regnet hier mein Haus. Und das kann ich erst fertigstellen, wenn ich hier mehr Fichtenholz habe. Hier habe ich auch, genau, hier habe ich auch. Wieso ist das denn für Verkehr? Okay, aber jetzt wird dann Tag, plus es regnet. Das heißt doch, die Bäume müssten dann wachsen können. Oder nicht? Ach man, Leute. Ne, auf jeden Fall, ja. Genau, ist heute wieder so eine typische Minecraft-Folge. Ich hoffe, wir bringen heute unser Haus fertig, aber wenn die Bäume nicht wachsen, wird das ein bisschen schwierig. Naja, was soll's. Was könnten wir eigentlich hier drin noch so bauen? Vielleicht noch so. Ah, ich finde einfach, Eichenholz ist einfach zu hell in die, mit diesem. Oh Gott, ich wäre fast auf unser Feld hier gesprungen. Ich finde, Eichenholz ist einfach zu hell. Oh, da ist wieder ein Mutti. Oh Gott. Hä, wieso sind die überall dort? Oh Gott. Zombie-Dorfbewohner, das muss doch. Oh Gott, Alter, ich verreck hier fast. Das muss doch irgendeinen Zusammenhang haben. Hier muss doch irgendwo ein Dorf sein. Mir gerade überlege, wir könnten irgendwie hier in der Ecke so ein
Ja, nee, zwar nicht im Haus. Ja, hier hinten irgendwo. So, uns. Ach, warte, ich mache jetzt mal noch nicht mehr. Machen uns erstmal ganz kurz. Ach Gott. Ein paar. Alter, ich finde das so krass, wie das so reflektiert, ne? Wie so richtig viel Regen wäre. Macht das das hier auch? Ja, so ein bisschen, aber nicht wirklich. Wir brauchen auf jeden Fall die Stöcker. Und wir haben ja kein Birkenholz mehr. Nee, okay. Dann, das Silber ist übrigens jetzt auch fertig. Aber das juckt uns gerade nicht. Oh, wow, wir können eine Leiter machen. Beziehungsweise drei. Wow, das ist echt viel. nee, und zwar, wie gesagt, dachte ich mir, wir könnten uns dann hier einfach runterbuddeln. Um ja, so ein bisschen hier die Dings. Wie sagt man, den Untergrund zu erforschen. Aber wir können natürlich... Ein Baum ist gewachsen, ich glaube es ja nicht. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Das wäre nice, wenn das mehr passiert. Und dann habe ich auch vor, hier so einen kleinen Wald drumherum zu bauen. Eben auch Fichten, Wald, Holz... Ich habe keine Ahnung. genau, ich weiß gar nicht, wo haben wir denn die anderen Bäume? Haben wir doch auch irgendwo hier gepflanzt. Aber die sehen halt... Hier ist einer. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder einen. Den können wir direkt platzieren wieder. So, und hoffentlich wachsen jetzt auch wieder mal ein bisschen andere Bäume. Und ich würde, das hat nur 4 Holz gegeben. Wow. Wir machen erstmal... Boah, brauchen wir so viele? Wir machen erstmal nur so zweimal... hallo? Alles klar, Digga. Was war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Machen wir das jetzt erstmal so. Okay, es reicht noch nicht. Da machen wir doch einmal. Dann reicht es aber, glaube ich, oder? 3, 4, 5. Als ob, es geht perfekt auf 6. Let's go. Genau, hier fällt uns die Decke halt nicht direkt auf. Es sieht manchmal so schlecht aus. Sie fällt uns nicht direkt auf den Kopf, aber ist trotzdem noch so ein bisschen. Trotzdem noch so ein bisschen hoch. Hier können wir auch mal dieses Holz rausnehmen. So, was ist das hier oben eigentlich? Verrottetes Fleisch. Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall hier erstmal noch Türen. So. Ja. Ganz chillig. Okay, ja. Ja, was, ja, was soll ich noch sagen, ne? Der Baum, ah, hinten ist jetzt noch mal eine Fichte gewachsen. Ich wollte gerade eine Birke sagen, aber hätte nicht so ganz gepasst. Ach, hier ist auch noch eine. Ach so, wir haben... Oh Gott. Wir haben mehr so hinter... Hä? Okay, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall mehr so hinterm Haus des Zeugs gepflanzt hier scheinbar. Okay, komm, das gibt jetzt diesmal aber ein bisschen mehr. 7. Ja, immerhin. Oh, und hier vorne ist auch direkt nochmal eine gewachsen. Ey, das ist gut. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Brauchen hier mehr Fichten, alle. Mein Gott. Gruseliges Geräusch schon wieder. Mann, was soll das denn? Also ich meine, das war jetzt gerade so ein Lorensound. Das ist ja eigentlich gut. Das heißt, das ist unter uns irgendwo. Hallo? Leute? Ach so, danke. Das heißt, dass unter uns irgendwo eine Mine sein wird. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir machen jetzt erstmal... Ich glaube, wir machen hier jetzt einfach erstmal... Hauptsächlich diese hier draus und gehen jetzt wieder. Wir nehmen noch ein bisschen Erde mit. Ah, wir haben Erde schon. Toll. Okay, und dann begeben wir uns hier wieder mal hinter das Haus und bauen uns hoch. Wobei ich überlege gerade, wir machen das nur so, weil hier kommt jetzt eh so eine Reihe. Alter, irgendwie wirkt das so ein bisschen schwarz, oder? Naja, ist eigentlich egal. So, ich weiß überhaupt nicht, ob dieses. Autsch. Alter, mein HP ist ja auch schon wieder voll niedrig, ey. Ich will, das ist mein Vorsatz für dieses Projekt, ich will nicht nochmal sterben. Also, durch einen natürlichen Tod, sage ich jetzt mal. Wenn mich irgendjemand abmurkst, okay, dann akzeptiere ich das so, aber... aber nicht nochmal durch so einen dummen Skelett-Fail. Ich will das nicht nochmal haben. Es sollte auch kein Creeper-Fail werden oder sonst irgendein Fail. Einfach keine Fails mehr, Alter. Ich überlege jetzt ja gerade, sollen wir das nicht trotzdem so machen? Dann, aber ich weiß nicht. Ich überlege hier gerade. Ach man, wir brauchen kurz Cobblestone. Ich bin hier echt
Ja. Ich bin hier echt gerade ein bisschen. Bisschen am Überlegen, ob das dann nicht so. Wenn wir den jetzt hier auch noch abbauen, dass das hier dann. Weil, wisst ihr, dann zieht man auch die. Das Glut nicht mehr direkt, wenn wir es jetzt hier erst so machen. Komm, da fasse ich mich mal hoch. So. Wenn wir irgendwie so machen. Ich glaube, das sieht besser aus. Das sieht safe besser aus, oder? Okay. Ah, danke, dass du auch gerade wieder gewachsen bist. Das ist das same einfach wieder. Also, ja, es ist halt wirklich wieder genau gleiche, oder? Alter, wir haben mittlerweile auch schon 6 Fichten, 6, Setzlinge. Sechslinge, Alter. Naja. Oh Gott, was war das denn? Wilder Leck. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Folge war ein bisschen zu lang, oder? Ich weiß auch nicht, ob die vorletzte schon ein bisschen zu lang war. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, die vielleicht doch nicht mal ganz so lang zu machen. Weil ich fand halt, sie waren trotzdem so ein bisschen lang halt. Mann, was laber ich denn? Ich würde schon sagen, dass die Folgenlänge eigentlich so passt. Aber sie könnte halt noch nicht länger sein, sondern halt eher kürzer, weil sonst ist sie doch einfach zu lang, oder? Dann wäre er einfach zu lang. Aber egal, wir werden es sehen. Ja, ich habe auch die anderen mal gefragt, jo, wie viel lädt ihr eigentlich so hoch? Was ist so in eurem Sinn? Und da haben sie halt auch gesagt, ja, jeden zweiten Tag wahrscheinlich, vielleicht ab und zu mal jeden Tag, dann wieder vielleicht dafür mal einen Tag Pause, also noch mehr Pause halt sozusagen. Also von daher ist es ein bisschen unterschiedlich. Und ich mache jetzt schlauer Move, ich platziere hier eine Fackel, denn, stimmt, warte, wir könnten hier oben einfach so ein, warte mal, ach scheiße, aber jetzt habe ich so viele Treppen, dann benutze ich die jetzt. Ich überlege mir gerade, wir könnten hier einfach oben dann doch so was wie ein, so ein, wo man das Heu halt früher lagerte für die Tiere und so. So ein, ich weiß nicht wie das heißt, Heustock einfach. Irgendwie sowas. In der Art. So, ein bisschen klein, aber fein hier. Oh, warte mal. Okay. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dann gut aussehen wird, aber. Also, ich glaube schon, oder? So, das kommt so. Dann du, ja, okay, du kannst bleiben. Hier hinten müsste noch eine hin. Sonst sieht es einfach so unvollständig aus. Genau, dann könnte man. Ja, einfach hier einfach. Oh Gott. Zum Glück war es nicht so hoch. Ich weiß es gar nicht, wie viele Sticks. Wow, ich habe nur. Wow. Okay, nicht wirklich viele Sticks. Wir machen noch ein bisschen mehr Leitern. Wie lange regnet es eigentlich auch, Alter? Die ganze Folge. Also wirklich direkt angefangen, als wir angefangen haben. Halt, lol. Mehr oder weniger. Okay, genau, dann kommt man hier so hoch und dann ist halt hier dann, keine Ahnung was. Vielleicht ein Bett oder so. Wäre noch so cool. Genau, dann. Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir hier noch machen können. Hier könnten wir noch so eine kleine Ecke machen mit einem Tisch dann. Aber wie gesagt, lieber aus Fichtenholz oder sonst irgendwelchem Holz, aber nicht aus Birken oder Eichenholz. Das ist mir einfach zu hell. Finde ich. Weil es sollte so ein bisschen düsterer sein. Vielleicht auch Schwarzeichenholz oder vielleicht auch Tropenholz, sehe ich jetzt gerade. So, Birke ist sowieso zu hell und Akazienholz, naja, sieht jetzt auch nicht so nice aus. Ja, das Holz hier vom Nether hier sieht jetzt auch nicht so gut aus. Naja, was soll's. Es gibt eigentlich so viel. Oh, hier sind die Eier. Ach so, ne, das sind ganz normale. Ich weiß gar nicht. Die Dracheneier kann man ja gar nicht craften. Die muss man ja, die muss man sich ja auch erarbeiten, sozusagen. Ich frage mich, wie man diese hier bekommt. Wie bekommt man die? Muss man da irgendein Gerät bauen, dass man die so machen kann? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so eine Apparatur oder so? Das würde. Oh, ein Drachenkopf. Krass. Würde auf jeden Fall noch Sinn machen. Und hier halt auch die Drachenrüstung. Alter, die müsst unbedingt diese hier holen. Die ist, glaube ich, am besten, oder? Ah, die sind natürlich gleich gut. Ja, toll. Naja, auf jeden Fall müssen wir uns dann auf jeden einen Drachen besorgen. Weil das wird. Das wird. Also, das ist anders krass halt. Wenn wir dann einen Drachen haben.
Okay, wir machen einfach mal hier eine Fackel. Wir müssen hier auf jeden Fall dann einen Tischlein bauen. Okay, hier oben machen wir die Fackel hier auch mal noch an die Wand. Und dann machen wir hier einfach, diesen hier können wir dann wegnehmen. Dann machen wir hier einfach so einen. Habe ich jetzt nicht bekommen? Ah doch. Und dann machen wir jetzt hier einfach genommen noch mit Slabs hier den Rest hier noch so ein bisschen zu. Wobei hier nicht. Hier kommt noch mal eine Treppe hin. Aber dafür für den Rest hier dann. Haben wir noch eine Treppe? Nee. Ah, hier fehlt ja auch noch eine. Lol. Okay, wir haben aber noch 4 Holz, oder? In der Kiste haben wir ja nicht mehr. Ja, okay, komm, dann machen wir jetzt erstmal noch kurz Slabs. Sind halt jetzt ein bisschen zu viel, ja, aber egal. Ach, jetzt hier kommt ja gar keine, mein Gott. So. Ja, das ist das jetzt hier halt noch so ein bisschen, naja, brüchig. Dann können wir uns mit den Slabs, kann man doch auch Fässer machen, oder? Aber dafür das können wir dann auch Eichenholz verwenden. Nicht in Anführungszeichen das wertvolle. Komm, hä? Nicht in Anführungszeichen nicht das wertvolle Fichtenholz. So, macht man Fässer nicht so? Ja, doch. Genau, weil Fässer sind halt nice zum Lagern und ziehen sowieso noch gut aus. Dann könnt ihr zum Beispiel hier eins platzieren. Hier hinten in die Ecke passt zum Beispiel perfekt eins. Und dann. Ich einfach hier noch eins. So. Ja, okay, aber das da. Ja, egal, komm, scheiß drauf. Genau, hier oben könnten wir dann so ein Bett hinstellen. Nicht, weil wir schlafen, sondern einfach damit es ein bisschen besser aussieht. Und ja, genau. Ich habe mir auch überlegt, ob ich diese Löcher nicht trotzdem zumachen will. Dann wirklich nur gerade diese großen. Hä, was ist das denn? Sind das die Fackeln, die immer so knistern? Ich glaube, ich ändere das jetzt kurz. Als ob, komm. Alter, du doofe Treppe, ne? Hallo? Ach so, jetzt, okay. Oh, ja, toll. genau, dann würde dieses Loch ja auch noch zukommen. Komm schon. Habe ich es bekommen? Ah ja. Okay, dann, ja. Ich glaube einfach, es sieht von innen erstmal besser aus, wenn natürlich die Wand nicht so. Also klar, sollte ja doch so ein Häuschen sein, das ein bisschen runtergekommen ist, so, aber halt nicht komplett am Arsch. Und bisher sieht es so ein bisschen halt aus, ne? Gerade auch mit diesem hier bei der Tür. Ach, wie machen wir das? So? Aber dann ist halt auch dumm. Aber wir können die Tür natürlich kurz drehen, weil dann das machen wir, glaube ich. Alter, wir sind schon wieder 23 Minuten. Ja moin, die Folge ist schon wieder zu lang eigentlich. Weil ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich die so. Also ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe für mich so den Maßstab gesetzt, ja, so circa eine, ja, so sieht doch besser aus. So circa eine Folge sollte so. Oh ne, warte, jetzt müssen wir das Wertvollere wieder rausnehmen. So eine Folge sollte so circa, ja, sollte halt so circa, wie sagt man, ein paar Minuten. Also ich bin komplett neben der Spur. Ich meine natürlich, eine Folge sollte so circa, ja, 20 Minuten gehen. Nicht wirklich viel länger, aber naja. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Schaut bei den anderen vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.